liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen hier von der Spiel vom Kosmos-Stand. Neben mir, jetzt hat er seine Mütze leider abgelegt, ich wollte sagen, ein echter Flugkapitän, den Ben habe ich nämlich bei mir. Hi. Hallo. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, gerne. Ja, wir haben hier ein bisschen was aus eurem Neuheitenportfolio mit dabei und ich glaube, wir starten so ein bisschen mal mit dem Hype-Titel der letzten Spiel. Far Away. Richtig. Aber so far away ist es gar nicht mehr. Richtig, wir haben es hier vor uns liegen, kann bei uns angespielt werden, ist, finde ich, super angelaufen. Von der Art her ist es ein relativ simples Game. Wir haben Karten und haben verschiedene Bedingungen zu erfüllen. Das heißt, auf den Karten sind verschiedene Bedingungen, dass wir die Punkte bekommen. Und der Clou dabei ist, wir machen das Ganze verkehrt rum. Das heißt, wir müssen die Karten in verkehrt rum Reihenfolge positionieren, sodass wir am Ende aber unsere Bedingungen dann in der andersrummen Reihenfolge erfüllen. So, und für alle, die es jetzt ein bisschen kompliziert klang, gibt es ein Regelvideo von uns. Da könnt ihr es direkt euch in 5 Minuten drauf schaffen, weil es ist gar nicht so schwer, wie es im ersten Moment klingt. Und hat einen sehr hohen Wiederspielreiz, weil man möchte es einfach besser machen und noch besser machen und noch besser machen. Das stimmt. Also wirklich, im ersten Spiel habe ich nicht viele Punkte gemacht. Es ist sehr einfach zu lernen, aber ja, schwer zu meistern. Ja. So. Ich mache weiter den Anreicher. Ich habe hier ein prämiertes Spiel in unsere Mitte gestellt. Das Spiel des Jahres dieses Jahr, Sky Team. Und jetzt auch noch den zweiten Preis beim Deutschen Spielepreis gewonnen. Wie glücklich ist man mit so einem Spiel? Ja, sehr glücklich. Also es freut uns natürlich, dass wir so viele Menschen damit begeistern konnten, auch die Preise dafür gewonnen haben. Man sieht es hier auf der Messe, also hinter uns wird auf jeden Fall noch ordentlich Sky Team gespielt. Wir sind natürlich dazu passend auch in Pilotenuniform hier. Zähle ganz schön viele Tische, ja? Ja, richtig. Und finde ich, macht super viel Spaß. Also wir haben in dem Spiel auch einen hohen Wiederspielreiz, dadurch, dass wir insgesamt am Anfang mit 21 unterschiedlichen Flughäfen kommen. Das heißt, wir fangen einfach an und es gibt immer mehr und mehr Material dann pro Flughafen dazu. Es wird dann auch immer schwieriger, ja, den Flughafen dann anzusteuern und keine Bruchlandung hinzulegen. Und freut euch im nächsten Jahr aufs Frühjahr, weil da gibt es dann auch die Erweiterung bei uns mit wieder 20 neuen Flughäfen und Aufgaben. Sauber. Ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Wann kommt die Erweiterung, beziehungsweise können wir uns darauf freuen? Ja, sehr schön. Dann haben wir hier ein tolles Zwei-Personen-Spiel. Und ich würde sagen, wir erhöhen mal die Spielerzahl auf bis zu 6. So ein bisschen ein Bling-Bling-Spiel, wo ihr auch ganz groß aufgegriffen habt mit großer Tresortür und riesiger Wand da hinten. Ich musste sofort an Oceans 11, 12, 13 denken. Das war so meine erste Assoziation oder Italian Crew. Was haben wir denn hier? Genau, wir haben hier eine Art Texas Hold'em, aber kooperativ. Wir haben auch hinten unseren großen Pokertisch aufgebaut. Den ganzen Tag geht es da heiß her. Es wird spekuliert, was wir haben. Denn bei dem Spiel geht es natürlich nicht darum, das beste Blatt zu haben, weil es ist ja kooperativ. Zwar geht es hier in dem Spiel darum, dass wir uns gegenseitig einranken müssen. Das heißt, ich muss nach jeder Kartenphase meinen Mitspielern so ein bisschen mitteilen, wie schätze ich mich denn ein? Bin ich besser geworden? Bin ich schlechter geworden als vorher? Und die ersten 3 Phasen sind so ein bisschen die Herleitung. Wie sind meine Karten denn besser oder schlechter geworden? Sodass die Mitspieler dann daraus schlussfolgern können, okay, es wurde in die 9 gelegt, dann wurde er stark besser. Vielleicht hat er ja ein 9er Paar oder kann mit der 9 in dem Fall eine Straße bauen. Und dann muss man so sein Blatt gegenseitig ein bisschen einschätzen, ohne natürlich aktiv über sein Blatt zu sprechen. Und dahingehend in der letzten Runde dann einfach sagen, an welcher Position bin ich denn? Und dann wird eben geschaut, Showdown, wir decken die Karten auf und haben wir alle recht oder nicht? Um hoffentlich eine Tresortür zu öffnen, um mit 3 offenen Tresortüren das Spiel zu gewinnen. Ja, Nachteil, man kann es erst ab 3 Personen spielen und es ist mit 3 tatsächlich ein bisschen leichter als mit 6, aber hat bei uns bislang in jeder Runde Spaß gemacht. Selbst mit der erfolglosen 6er-Runde hatten wir 3 Partien sehr viel Spaß. Für mich eine, ja doch, der kleine Geheimtipp, so ein bisschen der diesjährigen Spiel in dieser Formatgröße. Das freut mich zu hören. Ja, dann haben wir den Platz 3 des Deutschen Spielepreises und, passend dazu, die Erweiterung Teezeremonie. Ja, was kommt denn da Schönes mit, beziehungsweise
teaser mal nochmal ganz kurz in ein paar Sätzen die Weiße Burg. Was ist da so besonders? Also in der Weißen Burg haben wir unsere verschiedenen Personen, die wir in die Burg dann jeweils einsetzen müssen. Wir haben tatsächlich nicht viele Runden Zeit, das Ganze zu machen, denn wir haben Würfel, die wir einsetzen, je nachdem, ob wir uns eher höhere oder eher niedrigere Würfel nehmen. Das hängt von von der Seite der jeweiligen Brücke ab, wo wir sie nehmen. Bekommen wir eventuell bei geringeren Zahlen noch einen Boni dazu. Da ist immer so ein bisschen, nehme ich jetzt doch den Boni oder nehme ich lieber die höhere Zahl, um einen besseren Zug zu machen. Und durch geschicktes Würfel einsetzen und darauf schlussfolgernd Meeple einsetzen, erlangen wir hier eben Ressourcen, müssen damit haushalten und kommen so auch an unsere Punkte. Und dieses Jahr, du sagst es schon, kam die Erweiterung raus, jetzt zur Messe in Essen, die Teezeremonie, wird das ganze Spiel nochmal um Geishas erweitert, die eben Matcha-Besen haben und wir haben eben einen neuen Rohstoff, wir haben unten das Tableau noch ein bisschen erweitert, wo wir dann eben noch mehr Zugoptionen haben. Und es geht ein bisschen länger, eine Runde mehr. Genau. Und damit natürlich auch von der Spielzeit ein klein bisschen länger. Das heißt, für alle, die sich bislang so ein bisschen mehr gewünscht haben, nach dem Motto, oh, ich wollte jetzt noch einen Zug oder zwei Züge machen, die kommen jetzt auf ihre Kosten. Richtig, denn jetzt haben wir auch eine neue Brücke dabei mit schönen grünen Matcha-Würfeln. Und dadurch verändert sich eben die Dauer des Spiels nochmal. Na, sehr schön, ich bin gespannt. Weiße Burg definitiv einer der schönen, kompakten gehobene Kennertitel aus dem letzten Jahr mit sehr coolen Kniffs und gerade die Brücke habe ich so bislang noch nicht gesehen gehabt. Ja, dann, ich würde ja schon sagen, die Kosmos-Marke schlechthin. Man kommt an Kosmos ja nicht vorbei, ohne wenigstens einmal Catan zu sagen. Richtig. Und da geht es jetzt um Energien. Die neueste Version von Catan ist jetzt gerade frisch vor der Messe rausgekommen. Was haben wir hier an Neuerungen? Also wir haben hier auch wieder ein eigenständiges Catan, baut also nicht auf einem Basisspiel auf, sondern ist eigenständig spielbar. Und hier fokussieren wir uns so ein bisschen auf nicht mehr die alten Siedlungen, sondern sind jetzt so ein bisschen in der Neuzeit angekommen und müssen so ein bisschen mit der Luftverschmutzung und unserer Energie haushalten. Es ist so ein kleines bisschen auch hier wieder eine semi-kooperative Variante dazugekommen, denn das Spiel kann schneller vorbei sein, als man denkt, wenn wir eben die Stadt Catan zu sehr verschmutzt haben. Das heißt, wir müssen hier bei jedem Rundenanfang einen von unseren Verschmutzungsmarkern ziehen und die lösen dann verschiedene Ereignisse aus. Wir müssen hier zusätzlich noch eine neue Ressource haben wir, Energie, die können wir bei uns speichern und diese Ressource bekommen wir, wenn wir verschiedene Energieproduktionen bauen. Und da haben wir entweder die Möglichkeit, eben Braunkohle, also die schlechte Energie, die luftverschmutzende Energie zu bauen. Oder wir können hier auch Windkraftwerke bauen, was dann wieder positiv ist, wo dann positive Marker eben in diesen Sack kommen, wo wir rausziehen, die dann eben die Laufzeit des Spiels weiter oben halten, sodass wir das Spiel auch zu Ende spielen können. Klingt auf jeden Fall nach interessanten Aspekten, die da das Catan, ursprüngliche Catan erweitern, um so ein bisschen mehr Spieltiefe auch zu bekommen. Inwieweit ändert sich die Spielzeit? Glaube ich nicht, ne? Oder unwesentlich? Unwesentlich würde ich jetzt auch sagen. Also auf der Packung ist es immer noch angegeben mit 90 Minuten. Wir haben eben ein neues Element dabei. Wir kennen ja die ganzen eigenständigen Catans schon so. Es geht so in die gleiche Richtung von der Spielzeit. Ja, bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Energien. Und jetzt haben wir noch ein sehr schönes Cover. Eine wunderschöne Schildkröte, Australis. Spricht mich ja direkt mal an, habe schon viel Gutes gehört. Worum geht's? Also hier haben wir ein schönes Familienspiel. Es geht darum, tatsächlich die meisten Punkte zu sammeln. Und die sammeln wir, indem wir hier verschiedene Würfel vom Tableau nehmen. Die Würfel geben uns unterschiedliche Aktionen, sei es mit unserer Schildkröte zu schwimmen oder Korallenriffe anzubauen. Je nachdem, was wir dann für Würfel runternehmen, können wir eben die Aktionen in verschiedenen Wertigkeiten machen. Und am Ende jeder Runde folgt immer so ein Schildkröten-Battle, weil jede Schildkröte möchte ja am weitesten vorne sein und die besten Sachen vorne bekommen. Das heißt, wir würfeln dann mit unseren Würfeln. Somit müssen wir ein bisschen haushalten. Möchte ich denn die hohen Würfel nehmen, um am Ende beim Battle mitzumachen? Möchte ich eher andere Würfel nehmen, die mir andere Rohstoffe bringen? So ein bisschen Karten kombinieren, Würfeln kombinieren, die wir in dem Spiel auch noch bekommen, um am Ende eben der Beste zu sein und die meisten Punkte zu haben. Wunderbar. Auch das klingt schön. Vor allem das ganze Material und die Aufmachung spricht natürlich sofort einen an. Gerade wenn man auch gerne am Meer Urlaub macht oder vielleicht auch für alle, die gern schnorcheln oder tauchen.
Ja, aber das ist ja gar nicht alles, was ihr habt. Ihr habt ja noch mehr mit dabei. Mit, wie zum Beispiel, man sieht es leider, doch, Adventure Games. Genau, es gibt noch ein neues Adventure Game Family. Wir haben jetzt auch die Crew in einer familienfreundlichen Variante rausgebracht, wer sich an die Crew erinnert. Es ist ja ein Stichkartenspiel, was jetzt eher für die Kleineren natürlich noch ein bisschen schwieriger ist. Wir haben jetzt aber die Crew in eine Art Mau Mau rausgebracht. Das heißt, hier können auch die Kleineren schon mit einsteigen. Und unser Ziel ist so ein bisschen, dass die Kinder eben mit den Spielen auch mitwachsen. Das heißt, sieht man bei Adventure Games Family, bei die Crew Family und noch weiteren Family-Varianten von den Spielen, die jetzt nach und nach kommen werden, dass wir versuchen, natürlich die Kinder mit aufwachsen zu lassen, von den einfacheren Spielen später weiter in die gehobenen, dann in die Expertenspiele rein. Ja, sehr schön. Und darüber hinaus noch Cascadia, Roll and Ride, Rolling Hills und Rivers, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau, ja. Ja. Unsere Roll and Ride-Variante von Cascadia. Auch schön zum Mitnehmen, weil es einfach nicht so viel Platz verbraucht. Und wir haben eben ganz normal wieder die Cascadia-Elemente gegeben. Wir müssen verschiedene Tiere sammeln, müssen verschiedene Landmarken dann bekommen. Die geben uns wiederum Punkte, die wir dann auf unserem Plan abkreuzen. Und dann kann man noch ein bisschen was vorwegnehmen, glaube ich, für alle Faraway-Fans. Wird die Erweiterung nächstes Jahr auf Deutsch kommen bei euch? Genau, die kommt auch bei uns auf Deutsch. Und des Weiteren habe ich gehört, Castle Combo kommt ebenfalls bei Cosmos. Richtig. Also zwei, einmal Erweiterung und einmal ein neues, kompaktes Spiel, was ich auch schon spielen durfte und mir sehr viel Spaß macht. Also nächstes Jahr bleibt spannend. Ihr habt wieder viel Schönes geplant. Das heißt, ich hoffe, wir sehen uns vielleicht in Nürnberg wieder. Sehr gerne. Oder spätestens in Essen. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Danke dir. Und euch noch eine schöne Zeit und macht's gut. Ciao. Tschüss.